habt dieses Video jetzt hier vielleicht auf YouTube gefunden, weil euch eure eigene Hebamme vielleicht empfohlen hat, mal ein Sitzbad zur Pflege von Geburtsverletzungen anzuwenden. Und ja, ihr denkt euch jetzt vielleicht, hä, Sitzbad? Wie soll ich das machen? Ich habe irgendwie keine Badewanne und soll ich mich in einen Eimer setzen? Wie funktioniert das eigentlich? Und ja, deswegen wollen wir euch in diesem Video so ein paar Tipps und Tricks wirklich an die Hand geben, wie das ganz unkompliziert zu Hause auch ohne Badewanne funktioniert. Und an erster Stelle holen wir euch aber gerne erst einmal ab, wofür ist denn ein Sitzbad überhaupt geeignet?